Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zu einer neuen Ausgabe des D-Talk bei dnews24 TV begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Eike Stegen, er ist Kommunikationschef der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Und das ist auch der Anlass unseres heutigen Gespräches, denn in diesen Tagen jährt sich zum 80. Mal die Wannsee-Konferenz in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Stegen. Ja, danke sehr. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Herr Stegen, das ZDF hat einen neuen Film gedreht, der auch am 20. Januar 2022 ausgestrahlt wird. Zur Wannsee-Konferenz ist die Nachzeichnung dieser Konferenz. Haben Sie den Film schon gesehen und wenn ja, wie gefällt er Ihnen? Wir hatten als Team hier vom Haus der Wannsee-Konferenz tatsächlich das Privileg, den Film schon zweimal zu sehen. Einmal, als er noch in relativer Rohfassung war, 2021 im Frühjahr und dann nochmal im September 2021, als er schon fortgeschrittener war. Und wir hier im Haus der Wannsee-Konferenz finden diesen Film ganz beachtlich. Also wir finden, das ist eine Möglichkeit, über die Wannsee-Konferenz ins Gespräch zu kommen mit unseren Besucherinnen und Besuchern und dass das eine Leistung ist von Matti Geschonek, von dem Drehbuchschreiber, von dem Team von Konstantin Film, vom ZDF, das so nachzuzeichnen. Also das Protokoll, das merkt man in dem Film ganz stark, ist tatsächlich die zentrale Quelle für das Filmgeschehen. Wir sind uns alle bewusst, und das ist auch der Regisseur und das sind die Macherinnen und Macher des Films, dass es sich um das Medium eines Spielfilms handelt. Und ein Spielfilm wird immer und notwendigerweise Sachen auch dazu dichten, Sachen interpretieren, Sachen darstellen. Wir haben dann als Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich, ganz häufig das Gefühl, so ist es gewesen. Weil es ist ja so im Film. Und es hat was Suggestives, was stark Suggestives. Aber wenn man das mit dem Bewusstsein guckt, dass das eben eine Interpretation, eine Erzählung ist mit dem Medium des Spielfilms, dann, glaube ich, kann man daraus Erkenntnisse ziehen. Dann ist das interessant, dieses Protokoll so in eine sprachliche Umsetzung zu sehen. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand den Film sehr anregend, auch im Vergleich zu den Filmen, die im Jahr 2000 in US-amerikanisch-britischer Regie gemacht worden sind und den Film von Mommerts von 1984. Also dagegen setzt dieser Film jetzt nochmal neue Maßstäbe und ist sehr gut. Also die beiden anderen Filme, die Sie gerade angesprochen haben, zeichnen zum Teil die Figuren ganz anders. In dem Film von 1984, eine deutsche Inszenierung mit Dietrich Mattausch in der Hauptrolle ist Reinhard Heydrich, werden die Vertreter des Ostministeriums als Knallchargen, fand ich, dargestellt. Der SS-Führer Lange als ja, Halbalkoholiker, aufbrausend in der englisch-amerikanischen Verfassung. In der englisch-amerikanischen Fassung wurde der Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes Hofmann als Bedenkenträger, der nervenschwach ist und auch zum Alkohol greift, und dann auch während der Veranstaltung zusammenbricht, quasi dargestellt. Davon ist ja hier nicht die Rede. Hier werden die Teilnehmer relativ sachlich dargestellt in ihrer ganzen diabolischen oder oberflächlichen Ausstrahlung. Also zum Beispiel der Vertreter des Vierjahresplanes Neumann, dem Beauftragten des Vierjahresplanes Göring unterstellt. Der referiert dann nur Zahlen und scheint völlig unbeeindruckt von allem, was da passiert, während in der englisch-amerikanischen Verfassung eher irgendwie um Anerkennung heischt und immer da herumläuft und sagt, ich bin der Vertreter des Vierjahresplans. Also die Figuren werden doch sehr unterschiedlich dargestellt, finde ich. In dieser Fassung des ZDFs zum Teil sehr diabolisch. Ja, genau. Also was mir besonders aufgefallen ist, ist eben auch die Unterschiedlichkeit der sozusagen Seitab-Dialoge. Ja? Also wenn Leute die Konferenz oder die Besprechung verlassen und miteinander sprechen, dass eine ganz andere Dynamik hat, dass da ganz andere Typen gezeichnet werden. Also hier hat man stark den Eindruck, eben moderne Verwaltungsbürokraten zu sehen, die
Beritte, die die Kompetenzen ihrer Ämter im Blick haben, die ein tatsächlich modernes Verwaltungsgespräch über diesen Akt der Verbringung von 11 Millionen europäischen Jüdinnen und Juden in den Osten, die das verhandeln und die jeweils die Kompetenzen ihrer Ämter darin dann auch gewahrt und gesichert wollen wissen, wenn eben ein Heydrich kommt und sagt, er hat die Federführung bei dem inne. Und das, finde ich, ist auf eine bedrückende Art und Weise modern. Es ist, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist total interessant. Sicherlich gibt es da auch Untersuchungen, so, mir sind sie nicht präsent, wie wir sozusagen auch unseren Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus durch die Jahrzehnte gespiegelt sehen in den Filmfassungen. Ja? Das ist dann eben 1984 was anderes als im Jahre 2021 oder 2020. Die Dreharbeiten sind zum Teil hier bei uns auf dem Gelände zu Gast gewesen. Im Dezember 2020 waren die Außenaufnahmen vor der Villa, die Ankunft von Autos, das Aussteigen von Reinhard Heydrich hier gefilmt worden. Ansonsten ist der Film auch im Innern ein Nachbau im Studio. Wir sind da also nicht am historischen Ort. Und ich glaube, das wäre auch dem Haus wichtig gewesen, dass das Haus dann selber im Innern und in seinem Kern als Gedenkstätte nicht Teil einer Filmkulisse wird, nicht Teil eines Spielfilms wird, sondern dass dann in gewissem Sinne auch die Würde des Ortes gewahrt bleibt, indem die Filmaufnahmen zwar außen sind, aber eben nicht im Innern. Lassen Sie uns ein bisschen übergehen zur Veranstaltung selbst, zur Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942. Sie wird allgemein als der Beginn des Holocaust angesehen, wobei ja schon seit 1933, also seitdem die Nationalsozialisten an der Regierung waren, es immer eine immer stärkere Schraubendrehung gab und die Juden immer mehr aus dem öffentlichen Leben gedrängt wurden durch Berufsverbote, durch den Druck zur Auswanderung. Und das hat sich dann auch verstärkt durch die Eingliederung anderer Gebiete in das Deutsche Reich, aber auch durch die Eroberung Polens. Es wurden schon mit der Eroberung Polens sogenannte Einsatzgruppen der SS gebildet. Ich habe das alles jetzt in den letzten Monaten nochmal nachgelesen, was auch bedrückend ist, zum Teil mit regulären Polizeieinheiten. Also einer, der vielleicht vorher Verkehrspolizist war, ist dann in so eine Einsatzgruppe delegiert worden. Also völlig ja, berufsfremd eingesetzt worden. Und deren Aufgabe war ja sogenannte Staatsfeinde, und darunter verstand man eben im Wesentlichen jüdische Bürger unschädlich zu machen, also entweder zu inhaftieren, in Ghettos zu treiben oder eben zu erschießen. Das fand massenhaft statt. Würden Sie die Wannsee-Konferenz als Beginn des Holocaust ansehen oder war das nur ein weiterer Schritt zur Vernichtung des Judentums in Europa? Also die Wannsee-Konferenz würde ich in sozusagen in kurzen Worten bezeichnen als einen Zeitpunkt, wo die systematische Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden die bereits läuft, einen weiteren Radikalisierungsschub erhält und vielleicht auch einen, der eine gewisse Entscheidungsfindung bis zu diesem Zeitpunkt zu einem Abschluss bringt. Also wir haben in unserer Ausstellung, stellen wir zum Beispiel zentral eine Hitler-Prophezeiung vom Januar 1939, die er im Dezember 1941 im direkten Vorgang sozusagen der Konferenz noch einmal wiederholt, beim Kriegseintritt der USA, bei der Kriegserklärung des Deutschen Reiches an die USA. Am 12. Dezember 1941 versammelt Hitler einen Tag nach dieser Kriegserklärung die Reichs- und Gauleiter zu einer Tagung bei sich und wiederholt dann diese Prophezeiung, dass, wenn es dem internationalen Finanzjudentum noch einmal gelingen sollte, die Welt in einen Krieg zu stürzen, dass die Vernichtung der Juden in Europa zur Folge haben müsste. Und dieser Weltkrieg sei jetzt da, so notiert Goebbels in sein Tagebuch diese Hitler-Ansprache vom 12. Dezember 1941. Und viele Historikerinnen und Historiker sehen in dieser Situation im Dezember 1941 den Zeitpunkt gekommen, wo tatsächlich der Umschlag ist von einer Ghetto-Konzentrationspolitik, Jüdinnen und Juden zu verhaften, in bestimmte Bereiche einzusperren und
Planungen zu machen, alle nach Madagaskar zu verbringen. Also wo ich solche Raumlösungen habe als eine Endlösung der Judenfrage aus Nazi-Perspektive. Und ich übergehe dann tatsächlich zu einer physischen Vernichtung. Also dass die Menschen körperlich verschwinden sollen, dass sie getötet und ermordet werden. Und in dieser Situation eben, wenn ich am 20. Januar 1942 nach dieser Wiederholung dieser vermeintlichen Prophezeiung, wenn in einer solchen Situation Staatssekretäre, also die Führungen der staatlichen Bürokratie sich treffen, dann ist klar, worüber gesprochen wird, wenn ich über eine Endlösung der Judenfrage spreche. Und das ist dann im Protokoll eben auch so, obwohl das Protokoll so eine Ambivalenz hat, dass es zum einen verschleiernde Sprache benutzt, Evakuierungen nach dem Osten, Arbeitseinsatz, ja, die Juden müssen entsprechend behandelt werden. Also wo ich das Morden nicht klar einspreche, trotzdem in dem Protokoll auch unverblümt, gar nicht so sehr zwischen den Zeilen, sondern sehr direkt auch über diese Vernichtung durch Arbeit und, was ich gerade zitiert hatte, entsprechende Behandlung über den Mord verhandelt wird. Sodass die Funktion der Wannsee-Konferenz nicht ist, einen Beschluss zu fassen oder den Holocaust beginnen zu lassen. Das ist durch das von Ihnen auch erwähnte, insbesondere die Massenerschießungen in Mittelosteuropa, das ist bereits im Gange, sondern es ist ein Zeitpunkt, wo ich Mitwisserschaft herstelle, Mittäterschaft herstelle. Also ich habe aus Perspektive der SS die Leute am Tisch und sage klar und deutlich, was jetzt geschieht. Sage mir danach keiner, er habe von nichts gewusst. Also eine klare Vermittlung dessen, was Endlösung der Judenfrage jetzt, 20. Januar 1942, bedeuten soll. Und Heydrich stellt ganz klar fest, dass er im Zentrum in Berlin, so nennt er es selbst im Protokoll, das Eichmann verfasst, Adolf Eichmann schreibt, dass er die Federführung in dieser Sache habe. Also er hat den Hut auf. Du lädst sozusagen Leute an deinen Tisch mit anschließendem Frühstück, so lautet das Einladungsschreiben. Und indem du dieser Einladung folgst, stellst du Hierarchien klar. Ich lade dich zu meinem Essen, ich bespreche sachlich, fachlich mit euch dieses Massenmordprogramm durch. Das würde ich als dritte Funktion bezeichnen in der Konferenz. Neben der Tatsache, dass ich Mittäterschaft herstelle und dass ich Hierarchie herstelle, würde ich als dritte wichtige Funktion herausstellen, dass ich das Fachwissen der beteiligten Staatssekretäre abfrage. Und die äußern sich dann auch. Der Vertreter der Vierjahresplanbehörde, also der Kriegswirtschaft, sagt, dass es kriegswirtschaftlich wichtige Jüdinnen und Juden gibt, die man jetzt noch nicht evakuieren könne, solange man keinen Ersatz habe. Und Heydrich stimmt mir zu und sagt, ja, das werden wir entsprechend schon bei den laufenden Deportationen, die gehen im Deutschen Reich ja schon seit Oktober 1941 vonstatten, das würden wir berücksichtigen. Und so tut man sozusagen, wie man das von einer solchen interministeriellen Besprechung auch erwartet, Sachen auf dem Tisch, die zum Teil auch vorher schon abgesprochen worden waren zwischen den Behörden, und stellt sie noch einmal hörbar für alle fest und nimmt sie im Protokoll auf. Es gibt zwei Aspekte, die sowohl in dem Film dargestellt werden, als auch die von Historikern aufgegriffen werden. Der eine Aspekt ist, dass mit der Konferenz erreicht werden sollte, die Endlösung der Judenfrage nicht auf die Zeit nach dem Krieg zu verschieben, sondern als Teil der Kriegsauseinandersetzung zu sehen, weil man eben die Juden als Staatsfeinde betrachtete und als Antreiber des Krieges betrachtete. Eine entsprechende Aussage gibt es auch in diesem Film. Nein, es ist Teil des Krieges, die Juden jetzt zu vernichten. Damit können wir nicht bis nach dem Krieg warten, wenn vielleicht mehr Züge zur Verfügung stehen oder mehr Kräfte vorhanden sind. Ein anderer Aspekt kommt auch in dem Film zum Tragen und wird auch von Historikern diskutiert, nämlich dass das, sagen wir mal, nicht zufällige, aber das wilde Morden durch Erschießen aufhören soll und ersetzt werden soll durch eine fabrikmäßige Vernichtung des Judentums. Deswegen ja auch die Errichtung der Vernichtungslager in Sobibor, Belzec, Auschwitz und Treblinka und so weiter, wo ja dann nicht nur sehr viel mehr Menschen in sehr viel kürzerer Zeit getötet werden konnten, sondern auch die psychische Belastung für diejenigen, die dort tätig waren, entweder Hilfstruppen oder SS-Angehörige, geringer sein sollte, als wenn sie dort eben Frauen und Kinder erschießen sollten. Sind denn das Aspekte, die historisch belegt sind, oder werden die im Nachhinein dort hinein interpretiert? Es gibt auf der Seite 15 des Protokolls, also auf der letzten der 15 Seiten,
die Anmerkung, dass abschließend, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, dass abschließend die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen wurden. Und in dem Film, den Sie erwähnen jetzt, der stellt es so dar, dass tatsächlich zum Abschluss die Teilnehmer nochmal in eher lockerer Runde beisammenstehen und Eichmann eine längere Einführung dann eben in das gibt, was zum Beispiel für Auschwitz geplant ist. Ein sozusagen detailkundiger Historiker, den ich dazu hörte, sagt, Auschwitz ist im Januar 1942 noch gar nicht der bekannte und das, also der bekannte Begriff und das bekannte Vernichtungslager, das eine so zentrale Rolle spielen würde beim Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass Eichmann auf Auschwitz ausführlicher eingegangen wäre. Also das ist dann sozusagen eine Fiktion in dem Film, die uns Zuschauerinnen und Zuschauer sozusagen mitnimmt hin an einen ganz bekannten Tatort im Holocaust, in der Shoah, und das ist eben Auschwitz. Und das wäre wahrscheinlich auf einer Konferenz am 20. Januar 1942, wäre eine solche Schlussrede so nicht stattgefunden. Was in jedem Fall klar ist, ist, dass die dort versammelten Männer, Sie hatten eben den Herrn Lange erwähnt, bis auf Lange und Schöngard, zwei teilnehmende Polizisten aus den besetzten Gebieten, aus dem besetzten Baltikum, aus dem besetzten Polen, dass alle Männer keine Mordpraktiker waren. Also dass auf der Konferenz die Mordtechnik, die gerade zitierten verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten in irgendeiner Weise eine zentrale Rolle gespielt hätten, dass die sich dazu in irgendeiner Weise kompetent hätten äußern können, das ist überhaupt nicht anzunehmen. Das waren promovierte Juristen, die andere auch, neun von den 16 tragen Doktortitel, die in ihren Ämtern als Staatssekretäre in Berlin sitzen und die kümmern sich nicht um Zyklon B oder um Kohlenmonoxid. Die kennen keine Kammern oder sonstigen Sachen. Also jedenfalls, Sie kennen es vielleicht vom Faktenwissen her, auch durch die sogenannte Euthanasieaktion, durch die Ermordung von behinderten Menschen in Deutschland, die dem Judenmord ja vorausging. Davon werden die gehört haben, aber sie haben dazu kein Detailwissen. Also ist insofern nicht anzunehmen, dass das tatsächlich eine wichtige Rolle an dem Tag gespielt hat. Die Erschießungen gehen den ganzen Krieg über weiter. Also wir haben zum Teil Tatorte, wo beides parallel funktioniert. In Majdanek werden Menschen in Gaskammern erstickt und gleichzeitig finden in Majdanek Massenerschießungen statt. Und also die größte Massenerschießung, wenn ich das richtig weiß, ist im Frühjahr 1943 oder im Laufe des Jahres 1943, also lange nach der Wannsee-Konferenz und lange nach den Vernichtungsanlagen, die in Auschwitz in einem so großen Maße gebaut worden waren. Insofern ist das leider immer eine Sache, was heißt leider? Also es ist immer eine Sache, die tatsächlich parallel lief. Die Sorge und Furcht, die auch in dem Film, den Sie ansprechen, geäußert wird über die psychische Belastung der Männer, die Massenerschießungen durchführen. Sei es drum, ja, Massenerschießungen finden bis zum Ende des Krieges parallel als Tat im Holocaust mit statt. Das ist auch nach dem 20. Januar 1942, auch nach dem Bau der Vernichtungslager, nicht nur in Auschwitz, sondern Sie hatten angesprochen, Belzec, Sobibor, Treblinka, ist das weiter der Fall. Chełmno, Kulmhof, ist seit Dezember 1941, also auch schon vor der Wannsee-Konferenz, ein Ort, wo Menschen systematisch erstickt werden, in mobilen Gaskammern, in Lastwagenaufbauten, die mit Kohlenmonoxid befüllt werden. Und insofern ist auch die Entwicklung hin zu diesem Teil des Massenmordes, dem in den Lagern bereits einer, der getan worden ist, der Schritt ist bereits getan worden, bevor die Wannsee-Konferenz zusammenkommt. Rudolf Höss in Auschwitz probiert, dieses Vernichtungsmittel Zyklon B probiert er an russischen Kriegsgefangenen, sowjetischen Kriegsgefangenen in der zweiten Jahreshälfte 1941 aus. Also auch dieser Gedanke, dieser gedankliche Schritt hin zu einem Massenmorden in Gaskammern ist zum Zeitpunkt der Wannsee-Konferenz schon gegangen worden. Dafür brauchte es die Wannsee-Konferenz nicht. Aber nochmal, der zentrale Aspekt ist, dass die Männer, die dort sitzen, gar keinen Sachverstand von sowas haben. Und das ist deshalb auch nicht deren Verhandlungsthema, sondern es geht um andere Fragen. Reinhard Heydrich, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes und stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, der ja diese Wannsee-Konferenz leitete,
gilt er als das Böse schlechthin. Er ist dann wenige Monate später einem Attentat zum Opfer gefallen, also konnte auch nach dem Krieg nicht mehr befragt werden. Es gibt Historiker, die, das sagte ich vorhin, die Wannsee-Konferenz auch als Teil eines Machtkampfes zwischen ihm und Himmler sehen. Der eine wollte sofort, der andere später die Vernichtung der Juden. Der eine wollte es laufen lassen, der andere wollte es systematisieren. Und es gibt auch eine Szene in dem Film, ich glaube ein Gespräch zwischen dem Vertreter der Parteikanzlei Klopfer und dem Staatssekretär im Innenministerium, in dem Klopfer sagt, das sei ja ein Lieblingskind des Führers, der Judenmord. Und wer das gut managen würde, der hätte eben weitere Aufstiegschancen. Also es ist kein wörtliches Zitat, sondern ein inhaltliches. Sehen Sie das als wesentliches Motiv für die Wannsee-Konferenz an oder wird da sozusagen das, was an Rivalität zwischen Himmler und Heydrich es gegeben haben mag, überhöht? Ja, also das, was ich habe selber nicht biografisch zu Heydrich und ich habe nicht selber biografisch zu Himmler geforscht, ne? Also insofern kann ich jetzt auch nur das sagen, was ich in 20 Jahren, die ich dem Haus verbunden bin, immer mal wieder in der Sekundärliteratur zum Thema lese. Und da erscheinen mir die Darstellungen eines potenziellen Konfliktes oder einer Rivalität zwischen Heydrich und Himmler, die scheinen für mich nicht durch. Also das ist für mich nichts, was ich, wenn ich jetzt hier im Interview mit Ihnen sitze, wenn ich hier im Haus Bildungsarbeit gemacht habe, was ich betonen würde oder was für mich eine besondere Wirkmacht hätte jetzt in der Erzählung über die Wannsee-Konferenz. Aber was auf alle Fälle klar ist und hervorsticht, ist die Eigeninitiative Heydrichs, dass sich positionieren wollen in diesem entsetzlichen Geschehen, in dieser Federführung zu dem Lieblingskind des Führers, wie Sie es gerade gesagt haben, in dem sozusagen ich dem Führerwillen entgegenarbeite, entgegen im Sinne von zu ihm hin und nicht boxend. Also da sehen wir Heydrich mit einer ganz klaren Eigeninitiative, mit großem Engagement und der will das wissen, ja. Also und Himmler will das aber auch, ja. Also ich sehe da sozusagen, das hat für mich, in meiner Erzählung hat das jetzt keine wichtige Stelle. Heydrich initiiert einen Brief, den Göring ihm unterzeichnet, als derjenige, der von ihm bereits im Januar 1939, nach dem Novemberpogrom, nach der sogenannten Reichskristallnacht, der ihm schon Kompetenzen übertragen hatte in der Organisation einer Lösung der Judenfrage in wirtschaftlicher Hinsicht, ja, im Deutschen Reich. Und in Übertragung dieser Kompetenzen wird die Kompetenz erweitert auf die Vorlage eines Plans eben zur Endlösung der Judenfrage im deutschen Herrschaftsbereich in Europa. Und das macht Heydrich. Also Heydrich ermächtigt sich sozusagen selbst, indem er ein vorbereitetes Schreiben zu Göring trägt. Und das tut er natürlich, um sich in diesem Regime ordentlich in Stellung zu bringen, um voranzukommen, um als junger, engagierter SS-Führer in einer sehr hohen Funktion als Leiter dieses Reichssicherheitshauptamtes seinen Namen ganz klar zu positionieren. Und auch das, was Sie gesagt hatten, dass er amtierender Protektor ist in Böhmen und Mähren und in dieser Stellung dann als regionaler Herrschaft ja auch unmittelbar zu Hitler ist, ja, das sind alles natürlich Sachen, wo sich ein junger Führer ganz klar, auch ganz im nationalsozialistischen Sinne, wo der Starke sich ja durchsetzt, wo der sich positioniert. Ja. Und in dem Sinne stehen natürlich immer alle Führer des Nationalsozialismus in Konkurrenz zueinander, sollen sie ja auch. Aber ich, also wie gesagt, diese Geschichte einer vermeintlichen oder tatsächlichen Konkurrenz von Himmler und Heydrich lese ich so aus der mir bekannten Literatur nicht heraus. Und das hat für mich für diesen Tag auch keine besondere Macht. Aber eben, dass sie sich positionieren wollen als ein aufstrebender und wichtiger junger Mensch. Herr Stegen, wenn man sich die Teilnehmerzusammensetzung der Wannsee-Konferenz anschaut, dann haben Sie gesagt, es sind Staatssekretäre oder Unterstaatssekretäre und einige SS-Führer. Also ich war wirklich total verblüfft und habe das mehrere Male nachgelesen, wie viele von denen den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und dann auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg also nicht wirklich belangt wurden. Es gab einige wie den Gauleiter Meyer oder Schöngard Lange, die den Krieg nicht überlebt haben. Freisler ist bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Aber andere wie Gerhard Klopfer, der Vertreter der Parteikanzlei, oder Friedrich Wilhelm Kritzinger, Vertreter der Reichskanzlei, Georg Leitbrandt,
aus dem Ostministerium Neumann, Erich Neumann von der Vierjahresplanbehörde und Wilhelm Stuckart, der die Rassegesetze 1935, die 1935 veröffentlicht wurden, verfasst hat und Kommentare dazu geschrieben hatte, der auch an der Wannsee-Konferenz teilgenommen hat. All sie sind zum Teil nach dem Krieg angeklagt worden, aber zu entweder gar nicht verurteilt worden oder zu sehr geringen Strafen. Ich glaube, Stuckart ist sogar nur im Entnazifizierungsverfahren als Mitläufer deklariert worden. Da frage ich mich allen Ernstes, was muss man denn tun, um ein Rassegesetz zu verfassen und an der Wannsee-Konferenz teilzunehmen und dann hinterher nur Mitläufer zu sein? Und der Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes, Otto Hofmann, ist überhaupt nicht belangt worden. Ja, der hat bis in die 80er Jahre in Ruhe und Frieden gelebt. Klopfer war dann sogar noch in Ulm Rechtsanwalt, hat auch unbescholten gelebt. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass da die Nachkriegsjustiz in Westdeutschland, also in der dann schon Bundesrepublik Deutschland, nicht stärker nachgehakt hat, welche Rolle die nicht nur jetzt auf der Wannsee-Konferenz, sondern insgesamt im Herrschaftsbereich, im Herrschaftssystem der Nationalsozialisten gespielt haben. Also das ist eine sehr umfassende Frage, die Sie stellen, ne? Des Umgangs mit der Zeit des Nationalsozialismus, insbesondere dann auch mit den Verbrechen, also mit dem Judenmord nach 1945. Ich picke mir jetzt einfach mal einen Strang raus, eine Antwort raus, eine Erklärung heraus, die ich ganz beeindruckend fand und an die ich auch noch gar nicht so richtig gedacht hatte. Also es ist so, der Stuckart sitzt zunächst in alliierter Haft. Also die Staatssekretäre sind so hochrangig, dass sie in einem Automatic Arrest in den Besatzungszonen, ich rede jetzt sozusagen amerikanisch, britisch, dass sie da reinfallen. Die waren auch alle schlau genug, in den Westen zu gehen. Also sie wussten wohl, dass sie besser fahren würden, wenn sie von Briten und Amerikanern verhaftet werden. Und das sind die dann auch. Also stehen sie einer sich gründenden bundesdeutschen justiziellen Aufarbeitung gar nicht zur Verfügung. Also die sind erstmal in alliierter Haft. So. Und da werden sie dann in Nürnberg, der Wilhelmstraßenprozess ist der zentrale Prozess gegen die Regierungsinstitutionen 1947, 48 abgeurteilt. Im Fall von Stuckart, und das kann man skandalös finden, aber so ist es, zu 3 Jahren Haft. Und das sind die 3 Jahre, die er in Untersuchungshaft saß. Das heißt, der Urteilsspruch lässt ihn frei und entlässt ihn in die bundesdeutsche Entnazifizierung. Also die auf Länderebene organisiert ist, von Deutschen organisiert ist. Und da hatte man sich zunächst abgearbeitet an den unteren Rängen und kommt dann langsam hoch zu den Führenden. Und wie gesagt, ein Stuckart steht dann ja auch erst ab 48 zur Verfügung, um entnazifiziert zu werden. Und da ist dieses Entnazifizierungsverfahren in den westdeutschen Besatzungszonen bereits diskreditiert als ein vermeintliches: die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Also es gibt eine große Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie dieses sehr ernste Bemühen, eine gesamte Gesellschaft und ihre Verstrickungen in die Zeit des Nationalsozialismus zu durchleuchten. Es gibt eine große Unzufriedenheit mit diesem Bemühen. Und davon profitieren dann diese Großkopferten. Und es werden skandalöse Sprüche getätigt. Das andere, was ich... Also zu Stuckart sagten sie, ne? 5 Kategorien, hauptbelastet, belastet, minderbelastet, Mitläufer oder entlastet. Und wenn Stuckart Mitläufer ist, Sie haben völlig recht, ja, dann sind wir alle entlastet, oder? Wenn Stuckart, das ist das andere, was ich so ganz interessant finde als Gedankengang, in so ein Spruchkammerverfahren geht, wo er unter einer Beweislastumkehr, ne, sein Gutsein belegen muss, dann geht er da als promovierter Jurist rein. Und als Staatssekretär, also der wird ja auch, wenn der einen Raum betreten hat, dann wird er aufgefallen sein, ja, und spricht dann und nimmt dieses Verfahren an sich. Und das macht er auf eine ganz andere Weise als mein Großvater, der als Bauer und SA-Mitglied sich diesem Spruchkammerverfahren stellen musste. Klammer auf, ich kenne die Unterlagen meines Großvaters nicht, ja. Ich nehme das jetzt nur einfach mal fantasievollerweise an, der noch nie im Gerichtssaal von innen gesehen hatte bis zu dem Zeitpunkt, während das Stuckarts Welt ist. Ja, und der sich dann ganz anders in solchen Verfahren verteidigen kann, präsentieren kann und das Wort ergreift. Und es dann eben auch zu einem anderen Spruch kommt. So. Also diese Sachen spielen ineinander. Aber dann will ich auch gar nicht verschweigen, beziehungsweise deutlich und laut sagen, das ist eine Gesellschaft, die auch zur Auseinandersetzung gerade mit den Verbrechen nicht bereit ist.
und die dann auch solche Verfahren zulässt. Ne? Es könnte ja eine Zivilgesellschaft geben, Presse, andere Leute mehr, die darauf gucken und sagen, so geht das aber nicht und das müssen wir aber nochmal neu verhandeln. Und das gibt es eben nicht, sondern es gibt einen ganz starken Willen, sowohl in der Elite wie, wie breit in der Gesellschaft, die Akten des Krieges zu schließen, die Gefängnisse zu schließen, Wirtschaftswunder voranzugehen, sich gegen das Drängen der Sowjetunion zu stellen, sich dem westlichen Verteidigungsbündnis anzuschließen und dann eben die Sache wegen des letzten Krieges ruhen zu lassen. So. Also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Konrad Adenauer direkt nach dem Krieg ja, über Deutschland und die Wehrmacht und andere Institutionen spricht, dann würde man annehmen, wow, da geht jetzt ein großes Sauermachen los. Und als er dann Bundeskanzler ist und in die Realpolitik eintritt, wird das anders. Ja? Und dann ist ein anderes großes Thema natürlich, aber dann höre ich auch auf zu reden, die Frage der Verstrickung der bundesdeutschen Justiz selbst in die Verbrechen des Nationalsozialismus und in eine verbrecherische Justiz. Das ist aber zunächst in den Spruchkammern noch nicht wichtig. Ne? Also sozusagen direkt 45 bis 49 ist das noch nicht wirkmächtig. Aber dann sind natürlich die Prozesse, die in Deutschland geführt werden müssen in den 50er und 60er Jahren, bei Staatsanwaltschaften, bei Untersuchungsrichtern, bei Gerichten, die keinen Aufklärungswillen haben. Also wenn Klopfer dann in Ulm infolge des Eichmann-Prozesses, der 1961 sehr viel Furore macht, wenn Klopfer dann in Ulm befragt wird 1962 als ein weiterer Teilnehmer der Wannsee-Konferenz, dann wird ein Verfahren gar nicht erst eröffnet, ja, sondern der wird befragt und dann wird die Akte geschlossen. Er kann sich an nichts erinnern und das ist es dann. Und das ist insgesamt ein Umfeld, wo heute wahrscheinlich, ja, wenn Spiegel Online das mitbekommen würde, dann würden die sofort, oder Sie, Ihr Nachrichtensender das mitbekommen würde, würden die intervenieren. Und das ist ein Umfeld, das das nicht will. Und so kommt das zustande. Also es ist eine Gemengelage von vielen Gründen. Herr Schlegen, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich weiß, Sie haben in diesen Tagen besonders viel zu tun. Also insofern herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns zur Verfügung standen. Ich kann nur jedem, der in Berlin ist, Ihr Haus zu besuchen. Es hat einen wunderschönen Garten. Bei schönem Wetter kann man da wunderbar spazieren gehen und über das nachdenken, was man in der Ausstellung gesehen hat. Und das ist wirklich nachdenkenswert. Vielen Dank, Herr Schlegen. Und wenn Sie nicht in Berlin sind, besuchen Sie unsere Webseite. Wir haben eine Hörführung jetzt auch gerade zu Corona- und Lockdown-Zeiten, mit der man dann auch virtuell durch die Ausstellung gehen kann. Das ist ein guter Tipp. Wir werden das verlinken. Vielen Dank, Herr Schlegen. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.